Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 PS4 hier auf der Vorpommern Rügen. Wie wir sehen, unser Drescher ist ebenfalls oben voll. Wir hatten ja gestern schon geschrieben, dass relativ viel Gerste hier runterkommt. Ich kann das nur mehr oder weniger bestätigen, weil unsere erste Hängerladung ist auch gleich voll. Also haben wir ordentlich gedüngt, ordentlich Feld vorbereitet, ordentlich gedüngt alles. Dann kriegt man jetzt hier ordentlichen Ertrag. Den werden wir hier noch schnell in die Scheune fahren, nur den auskippen, dann werden wir einen Drescher springen, beziehungsweise einen LKW, weil der Drescher müsste ja eigentlich runter zu stehen, sodass wir den nicht rausnehmen müssen. Ja, und dann müssen wir hier mal den Trecker noch wegholen, nicht dass der wirklich noch einwächst, man sieht ihn fast schon gar nicht mehr. Er steht richtig rum und hier haben wir jetzt schon 73% drin. Also die Ladung noch, dann ist das die fünfte Ladung sozusagen, die wir jetzt schon haben. ...6174 kriegen wir für die Ladung voll. Da werden wir auch oft genug fahren können. Aber wie gesagt, das ist ja das einzige Feld, wo Stroh runterkommt. Warum man darunter kommen könnte. Oder? Bei den Sonnenblumen kriege ich noch keinen Stroh, das ist klar. Und bei den Raps auch nicht. Und unten hat man ja. Ne, unten hat man nochmal Weizen gemacht. Könnten wir auch nochmal Stroh bekommen. Aber eine Hafer ja genauso. Wir hatten das alles. Ja, das werden wir aber auch nicht überall machen, das Stroh. Das ist dann glaube ich auch ein bisschen viel, ne? So, mit der Gerste sieht es so aus. Tja, was sind die 782 wert? Sind es wert, gleich verkauft zu werden? Wir werden erstmal die erste Ladung hier einlagern. Tja, morgen ist ja dann sozusagen wieder der erste Samstag im Jahr 2020. Samstag und Sonntag werden wir natürlich auch wieder hier zwei Folgen machen. Wir hatten ja jetzt die letzten Tage auf der Saxonia zwei Folgen gemacht, aber am Wochenende werden wir das hier beibehalten und auf der Konsole, also auf PS4, zwei Folgen machen. Und da machen wir auf dem PC nur eine Folge sozusagen zur Saxonia am Wochenende. Da haben wir ja auch ordentlich was geschafft bisher. Also eben Konsole und PC ist schon mal was ein Unterschied, ne? Was dem Spiel da ganz anderes Spielgefühl gibt, sag ich mal, wenn man so bezeichnen kann, ist ja natürlich, dass ich dort, ich sage, mit intelligenten Helfern, also sprich Cosplay, Autodrive oder AI-Vehikel, noch mal ganz was anderes. Meine Fahrzeuge, klar, gibt es auch andere, ist alles richtig. Auch mal Fahrzeuge wäre von meiner Sicht her mit den Standardfahrzeugen nur spielen zu können, finde ich jetzt, wenn ich mich entscheiden müsste, sage ich mal, Standardfahrzeuge oder Modfahrzeuge oder Autodrive Cosplay oder AI, mich eher für die intelligenten Helfer entscheiden. Das ist schon auch mal ein ganz anderes Spielen. Ist ganz einfach so. Und ich habe ganz andere Möglichkeiten. Ich meine, es geht ja schon los, dass einmal die Arbeiten, die ich hier zwingend selber machen muss, da steht ja immer noch ein Film,
Sprich, gerade das hier Stroh einsammeln, sowas, wenn ich sowas natürlich automatisieren kann, das ist ja wie ja, zusätzlicher Arbeiter. Das ist ganz einfach. Weil, wenn ich jetzt nur das Feld hier mit einem Standardhelfer spritzen kann und muss selber Spritzmittel holen, das geht, das ist alles kein Problem. Ich meine, das zu automatisieren, klar, nicht schlecht. Aber ich sag mal so, Stroh sammeln oder Ballen pressen, dann muss ich sie auch sammeln irgendwo. Oder die ein oder andere Verkaufsfahrt, das ist schon nicht verkehrt. Ich meine, ich weiß nicht, meine Gerüchte gibt es ja genug, dass nach der PS4 eine PS5 kommt. Ich meine, gut, das ist vielleicht kein Gerücht, das steht vielleicht fest, das ist die Frage mal wann. Vielleicht gibt es da auch seitens Giants oder andere Möglichkeiten mit einer neuen Konsole, was dann an Mods geht oder dergleichen, was dann im Modhub angeboten werden kann. Weiß man nicht. Mal schauen, was es da bringt. Der muss auch dringend repariert werden. So stellen wir nicht weg, weil brauchen werden wir so nicht mehr. Also erst wenn wir Seasons dann haben, sicherlich. Da müssen wir dann genauso Unkraut bekämpfen. Meine Endsystem steht nicht bei hier bei der Karte dabei, dass die eben, wie man so schön sagt, Seasons ready ist. Ich weiß nicht, was mit unserem Ertrag passiert. Wenn wir starten, können wir sie zwar, ist klar. Aber nicht, dass wir dann nichts mehr ernten. Ich weiß es nicht. Weiß nicht, oder hat jemand schon auf der Karte das ausprobiert, mal mit Seasons? Ja, natürlich auch interessant zu wissen. Also oft getankt wird er, das steht fest. Und dann wird er eingemottet, hätte ich beinahe gesagt, aber im Winter. Ne, so schlimm wird es nicht. Wir fangen ja, wenn, dann Seasons mit Frühjahr an. Okay, der ist voll vorne. Genau. Machen wir erst den Treasure leer. So, und dann geht's hier weiter. Licht brauchen wir noch nicht.
Da ist eben die große Frage, was geht schneller? Ballen pressen, dann ruckzuck einsammeln. Oder Sammelwagen. So, da hätten wir die nächste Ladung voll hier. Halten wir uns noch hier rein. Der Preis fällt zum Glück noch nicht. Der Drescher ist schon wieder fast voll. Den Hänger machen wir erst noch voll, dann werden wir uns unten den LKW schnappen. Den Drescher müssen wir auch rausnehmen, der dürfte noch nicht gewendet haben oben. Ich möchte eigentlich meines Marbles mit 20 km/h dann die Ballen pressen. In dem Moment haben wir Spur M schon eingesammelt. Wir sehen einen dicken Weg vom Hänger rein. Das ist so das Einzige, was so ein bisschen Unterschied ausmachen könnte. So, manchmal hat man das Gefühl, ist der Hänger ruckzuck voll, wenn man drauf wartet, dauert es ewig, ne? So, den können wir gleich mal hier rausnehmen, dass wir mit dem LKW drunter fahren können.
So, da kann er sich ja abbunkern. Warten wir kurz, bis der Drescher leer ist. Da können wir den Kerl ansetzen, bevor wir sonst mit unserem Strohanhänger fortfahren. Und dann hier ab zur Scheune sozusagen. Das ist noch ein Einfahrttreffen hier. Wir haben noch mal in die BGA hingucken, wie es da aussieht. 25.000 sind noch drin, also müssen wir hier noch nichts weiter unternehmen. So, mit denen fahren wir zurück im Feld. Ja, und mit denen denke ich mal, werden wir dann morgen weitermachen. Morgen am Samstag, wie gesagt, gibt es zwei Folgen, Samstag und Sonntag. Am Montag ist ja der 6. Januar. Da ist ja sozusagen hier bei uns Feiertag. Machen wir vielleicht noch Aktion, ja, zwei Folgen. Das weiß ich auch noch nicht. Da muss ich erstmal gucken, wie da so der Stand der Dinge ist. Also ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Bis dahin und tschüss.